Die Öffnung der Regierung hat ziemlich eindeutig klar gemacht, dass es ihnen um zwei Sachen geht. Erstens, Akten vernichten, praktisch einen Diskurs abschließen. Zweitens geht es ihnen darum, dass auf eine gewisse Zeit bzw. ab jetzt ein Unterschied darin besteht, wer in diese Akten hineinschauen kann, ob Privatpersonen oder Leute, die der Staat dafür für befähigt hält. In meiner Rede möchte ich erstmal nochmal über das Aktenvernichten reden und darüber, warum wir nicht nur lebendige Primärquellen brauchen, um ein lebendiges Verständnis von Geschichte zu bekommen, sondern warum es auch im Sinne der Geschichte und durch die Natur von Geschichte nötig ist, dass wir Primärquellen haben, dass wir Akten haben. Dann werde ich über das Problem reden, dass der Staat mehr Informationen über den Bürger hat, die der Bürger ihm nicht gegeben hat und über die der Staat jetzt bestimmen darf. Und dann werde ich nochmal darüber reden, ob das wirklich Gesellschaftsfrieden gibt. Aber zuerst ganz kurz auf ein paar Punkte meiner Vorredner. Die meinte, das war ein anderes Wertesystem, das ist kein universales Wertesystem, was wir jetzt haben, ist kein universales Wertesystem, das kann man nicht vergleichen. Und wir sagen, wir machen ja auch gar kein vom Staat gesetztes Wertesystem, wo wir vergleichen. Wir sagen nicht, das, was wir damals gemacht haben, war komplett falsch und war strafwürdig, ansonsten würden wir das Ganze nämlich rechtlich verfolgen. Was wir allerdings machen, ist, wir geben die Information darüber frei, was die Leute damals gemacht haben. Wir verurteilen sie damit nicht, dass wir diese Information freigeben. Wer die verurteilt, das sind die Leute, die sich das ansehen und ihre entsprechenden Schlüsse daraus ziehen und sagen, das ist etwas, was diese Person damals mir gegenüber getan hat, was ich nicht wollte und was ich für falsch halte. Nein, danke. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir das auch dürfen, weil die Leute, die Privatpersonen, das dürfen sie völlig, ihre subjektiven Schlüsse daraus ziehen, weil wir es als Staat nicht verurteilen, weil wir deswegen als Staat nicht sagen, das ist universales Wertesystem, wir sind lediglich der Meinung, dass die einzelnen Leute ihre Entscheidung treffen dürfen. Was glauben wir außerdem, und das ist eine Antwort auf die eröffnende Regierung, wir glauben nicht, dass die armen Täter hier eine überproportionale Strafe haben und eine Strafe haben, die immer und fortwährend ist und die absolut unerträglich ist und die wir jetzt langsam abschaffen sollen. Was wir glauben, ist, dass in die normale Stasi-Akte, die durchschnittliche Stasi-Akte mit einem wirklichen Interesse an den privaten Daten, die da drin stehen, die Leute reingucken, die von dieser Akte betroffen sind. Und diese Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, ob die Leute, die da drin stehen, oder die Leute, mit denen sie Kontakt haben, sie verraten haben, ob sie diesen Leuten weiter vertrauen sollen. Das ist eine sehr, sehr private Strafe. Das ist eine sehr, sehr private Verurteilung, die wir haben. Eine Verurteilung, die keineswegs gesellschaftlich erfolgt, sondern die im Rahmen dieser Beziehung erfolgt. Und im Rahmen dieser Beziehung hat derjenige, der die Information dazu bekommt, auch wirklich das Recht, diese Information zu haben. Das ist keine überproportionale Bestrafung. Das ist eine Bestrafung genau im Sinne dessen, was diese Leute damals getan haben. Warum glauben wir auch, dass das Problem der Aktenvernichtung so problematisch? Wir haben Geschichte und Historie ist an sich Interpretation. Man hat gewisse Fakten und diese interpretiert man als Historiker und macht daraus etwas. Aus denselben Unterlagen kann ein anderer Historiker ganz, ganz andere Schlüsse ziehen. Was sie jedoch machen, wenn sie die Akten vernichten, dann sind die Originaltexte weg, dann haben wir praktisch nur noch Sekundärquellen irgendwann. Die sind ja nicht abgeschrieben worden, sondern wir haben, sobald diese Akten vernichtet sind, nur noch Sekundärquellen von Historikern, die daraus gewisse Schlüsse gezogen haben. Und sowas verstärkt sich gegenseitig, denn die Leute, die Geschichte der DDR und die Aufarbeitung ist ja noch nicht abgeschlossen, wird es auch in näherer Zukunft nicht sein. Das heißt, die Leute, die später irgendwas darüber schreiben müssen, müssen sich auf diese Sekundärquellen beziehen. Und ganz, man kann sich vorstellen, wie sich das dann fortsetzt und wie das dann Schlagzeilen bekommt und dass es auf gar keinen Fall mehr neutral und geerdet wird, sondern dass dieser Diskurs irgendwann kaum noch was mit diesen Akten zu tun haben wird. Deswegen glauben wir, brauchen wir sie. Warum glauben wir auch, der Staat sollte auch nicht für zwei Jahre mehr Informationen haben, als die Bürger haben? Wir sagen, hier ist das Problem, der Staat hat Akten. Die informationelle Selbstbestimmung eines Bürgers bestimmt, dass dieser Bürger sagen kann, was der Staat über ihn wissen darf. Und nein, danke. Damit der Bürger ganz genau weiß, dieser Staat weiß das und das über mich, ich kann mich dem und dem entsprechend verhalten. Wir sind der Meinung, hier sind wir in einer Situation, wo der Staat, und zwar die BRD, Akten hat mit Informationen, mit privaten Informationen über einen einzelnen Bürger und der Bürger hat diese Informationen niemals freigegeben. Das alleine ist schon ein Problem. Nun kann man sagen, aus der Historie heraus ist das gerechtfertigt, weil man ein besonderes Interesse daran hat. Aber es geht auf keinen Fall, dass gesagt wird, jetzt haben nur noch wir, der Staat oder die Leute, die wir für fähig halten oder für wichtig halten, Zugang zu diesen Akten. Und ihr dürft nicht mal wissen, wenn ihr es vielleicht später herausfindet oder auch wenn ihr euch bisher noch nicht dafür interessiert habt, das ist völlig egal. Ihr dürft nicht mal wissen, welche Informationen der Staat über euch hat oder welche Informationen der Staat über euch hatte. Das Ganze widerspricht völlig dem Prinzip, dass jeder selbst entscheidet,
entscheiden kann, was der Staat von ihm weiß. Oder zumindest wissen sollte, was der Staat über ihn weiß. Nein, vielen Dank. Und da glauben wir, ist es völlig egal, ob man sich jetzt innerhalb der ersten 20 Jahre hätte informieren sollen darüber. Und das ist nicht die Pflicht des Bürgers, das ist das Recht des Bürgers. Außerdem glauben wir, dass die langfristigen Folgen überhaupt kaum zu sehen sind. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, was wir eigentlich haben, ist ja nicht mehr eine Straftat an sich, wenn wir diese Information freigeben, sondern es ist eine Information, wie moralisch integer eine Person über einen gewissen Zeitraum war. Und das ist so ein unglaublicher Aufschrei gab und dass Leute sich so unglaublich verletzt fühlen dadurch, zeigt auch, dass dieses Vertrauen, das verletzt worden ist, vielfach während der DDR ein universaler Wert ist, auf den die Leute viel, viel Wert legen. Wenn man zum Beispiel eine Person hat, die in ein Amt gewählt werden will, für das dieses Vertrauen komplett wichtig ist, dann hat man auch keine Möglichkeit mehr, das zu überprüfen. Dann hat man auch keine Möglichkeit mehr zu sagen, wir schauen, ist diese Person das Ganze wert, wir schauen uns ihre Geschichte an. Weil die Geschichte dieser Person in der DDR, wenn es dann eine Person ist, die aus der DDR kommt, praktisch hinten runterfällt, die ist kaum noch nachforschbar. Dieser unglaublich wichtige Teil der eigenen Geschichte. Außerdem glauben wir, dass jeder Bürger das Recht hat, das unbedingte Recht darauf hat, herauszufinden, und nicht die Pflicht hat, sich innerhalb einer gewissen Zeit zu informieren, sondern das Recht darauf hat, herauszufinden, in welchem Kontext sein Leben gesetzt ist. Auch wenn er das später erst herausgefunden hat. Auch wenn er das Gefühl hat, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Er hat das Recht darauf, denn jeder Bürger ist ein eigener Historiker für sich und die Grundkomponente für den Staat und für die Gesellschaft. Jeder hat ein Recht darauf, nicht nur im Kontext der Gesellschaft irgendwas aufgearbeitet zu sehen, sondern auch in seinem eigenen Kontext und sich zu denken, auch wenn er sich nach 20 Jahren denkt, damals war das aber eine komische Situation, da ich würde das doch gerne nachschauen. Auch dafür hat er das Recht. Denn es gibt nicht nur die gesellschaftliche Sphäre, sondern auch die Sphäre des Individuums und das hat genauso das Recht wie die Gesellschaft, das aufgearbeitet zu sehen. Wir haben Ihnen also gesagt, weder die Aktenvernichtung ist gut für die Geschichte und für die Aufarbeitung der DDR, noch ist es gut oder ist es überhaupt rechtfertigbar, dass der Staat hier darüber entscheidet, wie er mit diesen privaten Informationen umgeht und sie Bürgern vorenthält und sagt, ihr hättet euch halt vorher informieren müssen. Dazu hat er nicht das Recht, denn diese Informationen gehören nicht ihm. Aus diesen Gründen bitte auf Seiten der Opposition.